Hallöchen, heute mal der etwas andere Action-Einkauf. Wie ihr seht, es ist Malerbedarf. Hier, das ist es nicht, das ist Vorbereitung für ein neues Projekt. Das sage ich euch aber noch nicht. Es geht nur hier rum. Das einzige Bastelmaterial, was ich gekauft habe, ist dieser Kleber. Der ist mir ausgegangen. Und das war es dann tatsächlich auch schon. Jetzt muss ich mal einmal gucken. Der kostet 85 Cent, den finde ich super. Und ja, das war auch alles für mich. Wir machen nämlich das Kinderzimmer von unserem Sohn zu Weihnachten fertig. Komplett neu streichen, umbauen, einrichten, neuer Teppich, alles. Wir waren gerade los und das war echt teuer. Ja, schon neuen Teppich gekauft und alles Mögliche. Aber ich zeige euch halt, wie gesagt, nur unseren Einkauf von Action. Alles andere würde auch den Rahmen sprengen. Wir fangen hier an. Wir haben einmal Masking Tape geholt zum Abkleben natürlich. Jetzt muss ich einmal schauen. Das läuft wohl unter Malerkrepp, denke ich. Oder? Nee, das könnte das hier sein. Jetzt muss ich einmal gucken hier. Ja, doch hier. 1,34 Euro kostet so eine Rolle. Und wenn was übrig bleibt, darf ich es zum Basteln weiter benutzen. Habe ich ja auch bezahlt, ne? So. Dann haben wir einen Farbbügel gekauft. Nun, ist ja klar, ne? Zum Rollern. Der kostet da auch nur 78 Cent. Finde ich super. Da kann man nichts zu sagen. Dann haben wir noch einen Farbroller. Ne, zweimal die großen Farbroller. Weil es wird einmal weiß. Und mein Sohn wünscht sich eine rote Wand. Deswegen zweimal diesen Farbabroller. Und die kosten 1,19 Euro. Ist also auch zu verkraften. So, das muss ich gleich alles schön verstecken. Wir haben den riesen Teppich schon unten wieder neu aufgerollt und falsch rum gerollt, damit er das ja nicht sieht. Also von daher. So, dann haben wir hier nochmal den Pinsel für 99 Cent. Der ist relativ groß und lang. Eigentlich ist das für Heizkörper gedacht, aber damit kann man auch schön sauber ja, die Ecken und die Kanten abpinseln und um den Lichtschalter und so drumherum und für 99 Cent. Dann danach einmal schön sauber gemacht und vielleicht will ja dann unser Sohn noch an der Dachschräge ein bisschen üben. Das darf er dann machen, wenn alles fertig ist. So, dann haben wir hier einmal das Lackset. Da ist auch nochmal ein Abroller drin mit einem kleinen Abroller, mit so einem Schaumstoffzeugs. Und das kostet 99 Cent, das Set. Ist also auch ziemlich günstig, sagen wir es mal so. Dann haben wir dieses Fünferpack. Das sind auch nochmal so kleine Mini-Abroller. Die sind 93 Cent, das ganze Päckchen. Ich beeile mich ein bisschen, weil ich gleich noch los muss. Dann haben wir einmal dieses große Gitter zum Abstreifen. Das hängt man so in den Farbeimer, streift das einmal ab. Das kostet 42 Cent. Und ich glaube, wenn das dann fertig ist und man hat es dann relativ gut gereinigt, kann man damit auch ganz feine Unterlagen machen. Also Aufleger oder andere Sachen, indem man da durch dieses Muster so irgendwie so durchbastelt. Also es hat alles noch mehrfach Nutzen, nicht nur die Wand von meinem Sohn. Ja, und das ist noch das letzte für 1,59. Das sind 20 mal 30 Meter. Und ja, das war's dann auch schon. Ich muss mal, glaube ich, die Tür zumachen. Mein Mann unten ist ein kleiner Krachmacher hier eben. Und ja, das war es jetzt nur mal ganz schnell. Ich bin ein bisschen in Zeitnot, um noch alles wegzuräumen. Also auch Action, wenn man irgendwie nicht nur bastelt oder malt oder weiß ich nicht. Man kann auch Malerzubehör für die Wände da kaufen. Farben und so kaufen wir lieber im Fachmarkt. Aber solches Zubehör ist dann doch wirklich super günstig und kann man da wirklich gut kaufen. Das machen wir schon, ja, seitdem es den Laden eigentlich gibt. Und das können wir einfach nur empfehlen. Und das räume ich jetzt schnell weg, bevor
mein Junior gleich hier oben reinspringt und sagt, oh Mama, was ist denn das? Das hätte ich gern. Also, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bleibt mir gesund, bleibt so, wie ihr immer seid. Und ja, eine tolle Woche. Ich muss nur noch eine Woche arbeiten, dann habe ich Urlaub. Ich freue mich. Und ansonsten, schaut weiter in meine Videos. Bis dann!